Ich darf euch wieder mit hineinnehmen in die aktuellen Entwicklungen unserer Internetarbeit. Und heute, das Thema ist schon mehrmals angeschnitten worden, aber wir haben nie so recht verstanden, ja, wie viele Länder sind jetzt da dabei heute in der Live-Übertragung unserer Großkonferenzen? Ja, wie viele Länder sind denn da dabei? Man hat mal was von China gehört, man hat mal, wir winken immer wieder, aber wir wollen mal was Handfestes sehen. Ja, wer ist denn da dabei? Welches Ausmaß hat es? Damit wir uns auch was vorstellen können. Und ich habe euch hier einige Fakten dazu zusammengestellt. Unsere Großkonferenzen werden seit neuestem in 5 bzw. 6 Kontinente übertragen. Und wir haben hier mal mit Nadeln ausgestattet, wo überall unsere Großkonferenzen übertragen wurden. Und es sind sage und schreibe 31 Länder. Wir lesen das mal runter. Australien, Belgien, China, Ecuador, Schweden, Schweiz, Spanien, Südafrika, Thailand, Türkei, Ukraine, Lettland, Österreich, Pakistan, Rumänien, Russland, Weißrussland, England, USA, Japan, Litauen, Norwegen, Ungarn, Israel, Marokko, Island, Mexiko, Irland, Moldawien, Indonesien, Niederlande und Frankreich. Das sind jetzt hier nur Pfeilchen, aber was steckt denn jetzt hinter diesem Pfeilchen? Jetzt sehen wir hier mal, wo wir hier überall die Leute live dabei sind. Hinter so einem Pfeilchen stehen pro Konferenz ca. 200 Logins und das sind ganze Grüppchen. Hier haben wir ein paar rausgenommen aus Russland, die sich hier besammeln. Die mieten ganze Säle, Räume, sie bauen Leinwände auf, sie machen den Fernseher hin, besammeln sich und bauen alles nach. Also auch wenn es Kuchenbuffet gibt, bauen sie nachher, machen sie auch Kuchenbuffet. Sie putzen sich gleich raus wie wir und nehmen 1:1 teil mit uns. Und hier sehen wir diese einzelnen Grüppchen. Wenn wir jetzt das mal hochrechnen würden, mit 200 Logins, solche Grüppchen da dabei sind, dann sind wir hier ein kleines Grüppchen dagegen. Diese Arbeit wird von, haben wir heute auch schon gehört, aber hier auch noch mit Fakten und Zahlen. In unserem Dienst sind mehr als 130 Übersetzer im Einsatz. Und wie es meine Schwester schon gesagt hat, 130 Personen, die den Schlüssel in die ganze Welt mit dabei, die den Schlüssel in die Welt haben. Und wir möchten euch Danke sagen, auch als Techniker, wir dürfen das alles tragen. Es ist eine herrliche Zusammenarbeit mit euch und wie ihr immer schwitzt und alle diese Texte übersetzt und live übertragt. Es ist einfach ein riesengroßer Segen. Nochmal ein Dank an die 130 Übersetzer unseres Dienstes und es mögen noch mehr werden in der Zukunft. Okay, wenn wir schon mal dabei sind, wollen wir natürlich auch jetzt nicht nur diesen einen Spiegel der Live-Übertragung unserer Internetpräsenzen und Internetseiten anschauen, sondern auch mal ein bisschen einen Einblick geben, wie ist die Entwicklung unserer Internetarbeit in den letzten Jahren. Ich kann jetzt die letzten 10 Jahre überblicken, seit 2008 hier einige Webpräsenzen aufgeteilt und ich möchte euch 5 Paradebeispiele geben, wie der Wachstum sich entwickelt hat. Wir gehen ins erste rein. Wir haben heute in diesen Tagen ca. 100.000 Videoansichten pro Tag. Das kann man sich nicht so gut vorstellen, aber Videoansichten sind eigentlich aus meiner Sicht mit Menschen gleichzusetzen in den meisten Fällen, weil einer schaut sich ein Video höchstens einmal an oder sogar noch mehr, wenn wiederum Grüppchen dabei sitzen. Wir sehen die Entwicklung, eine exponentielle Kurve. Ja, aber wir wollen natürlich nicht nur die Videoanrufe anschauen, sondern auch diese Zahlen mit Zugriffen haben. Und das sind doch sage und schreibe mehrere Millionen Zugriffe pro Woche auf unsere Serverinfrastruktur. Und man sieht, Zugriffe hat eine stärkere Kurve als die Videoaufrufe. Also es zeigt, das Interesse wächst an unserem Online-Angebot. Es werden nicht nur Videos angeschaut, es wird rumgeklickt, zugegriffen, runtergeladen. Dann schauen wir mal an, der Datenverkehr, 2100 Terabyte pro Jahr. Und jetzt müsst ihr nicht klatschen, weil die meisten können sich jetzt überhaupt nichts darunter vorstellen, ich weiß. Ja gut, 2100 Terabyte, das sind 2,1 Millionen Gigabyte. Ja gut, kann man sich immer vorstellen. Ja gut, vielleicht Megabyte, ja. 2,1 Milliarden Megabyte, kann man sich auch nicht vorstellen. Ich habe es versucht, in ein Bild zu packen. Das kennt man ja, die Leute laufen hier immer alles mit den Selfie-Stäben rum und machen hier so Fotos. Ich habe mal ausgerechnet, wie viele Selfies müsste, wie lange man, wenn man jetzt von morgen früh
Sagen wir, man beginnt morgen früh 7 Uhr und macht bis abends 22 Uhr jede Sekunde ein Bild von sich. Wie viele Jahre müsste man sich fotografieren, dass man diesen Traffic herbekommt, die unsere Serverinfrastruktur in einem Jahr macht? Und es sind sage und schreibe 98 Jahre Selfie nonstop, die unsere Serverinfrastruktur macht. 98 Jahre Selfie. Jede Sekunde ein Selfie. Viel Spaß. Aber ihr macht das von selber. Also eine unglaubliche Datenmenge, die hier ständig transferiert wird. Ja, aus wie vielen Ländern sind die Zugriffe? 212 Länder, sagen unsere Statistiksysteme. Es gibt nur 192 anerkannte Länder, aber die Statistiksysteme geben 212. Darum zensiere ich jetzt hier mal nicht. Aber eigentlich kann man sagen, die ganze Welt greift auf unsere Online-Angebote zu. Dann schauen wir mal noch ein bisschen ins Detail. Ja, wie können wir das wiederum auch stellen, diese ganze Serverinfrastruktur, diese Serveranhäufungen. Und auch hier wieder dürfen wir einfach gemeinsam diese mit Laien, mit Profis, alle zusammen, dürfen wir diese Serverinfrastruktur stellen, dürfen die Server zusammenbauen, aufbauen, installieren, pflegen, Backups und was da alles dazugehört. Es macht riesen Spaß. Gemeinsam Projekttage, hier haben wir einige Bilder, wo wir auch diese entsprechenden Datencenters aufbauen. Und auch hier einfach ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die diesen Wachstum möglich machen, die möglich machen, dass die ganze Welt auch diese frohe Botschaft, die auch unser Dienst hier verbreitet, dass das in alle Sprachen rausgehen kann. An die Serverbasis, Leute, einfach euch ein herzliches Dankeschön. Und auch ihr seid gebraucht, es braucht nicht nur Spezialisten, es kann jeder hier mithelfen. Dieser Satz haben wir heute auch schon mal gehört.